Ahoi und Lele. Normalerweise hätten wir unseren Spaß jetzt in Villach, aber es ist nun mal Pandemie und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch einfach die lustigsten Szenen von und mit mir aus dem Villacher Gemeinderat an. Die vollen Szenen finden Sie natürlich auf villach.at und jetzt viel Spaß und Lele. Das Thema ist ja nicht neu. Darüber haben wir ja schon in dieser Halle geredet und deswegen wird es von uns am Ort, ich wollte sagen, ja, in diesem hohen Haus, so, damit wir es richtig haben. Nur um anzuwarten. Was soll ich denn jetzt? Antworten. Der Alkohol an sich, das Verbot ist nicht das Problem. Es sind die Probleme dieser Menschen, die sie dazu bringen, sich so zu betrinken, als wie Hanfbrot, Hanföle, Hanfmehle. Alles diese Produkte, die aus Hanf sind, außerdem gibt es Produkte zur Hausdämmung. Man kann aus Hanf Ziegel bauen. Das ist ein sehr, sehr multifunktionelles, jetzt hätte ich fast Gemüse gesagt, Pflanze. Es gibt sicher auch eine Möglichkeit, sich mit Zwiebeln aus dem Leben zu essen, aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Wenn vielleicht der innere Kampf aufkommt, könnte man ja ins Bürgermeisterbüro gehen und da mal nachschlagen, wie es denn die alten japanischen Zen-Meister so gemacht haben. Also ich bin sehr froh, dass wir, sorry, dass, leider nicht so froh, dass es jetzt der letzte ist, weil ich bin schon ein bisschen müde, hätte gerne ein bisschen früher gehabt, aber sei es drum. Lieber Herr René Kopeinig, ja, der Abend ist fortgeschritten, aber das liegt nicht an uns. Wir haben auch in diesem Haus, das weiß ich, das haben wir auf Video und im Protokoll, auch echt hitzige Debatten geführt. Aber wir haben auch, obwohl wir unterschiedlicher Meinung waren, auch gemeinsam herzlich lachen können. Und das freut mich ganz besonders.